Kommen wir noch vielleicht ein dritter Tag nochmal, wir sind in dieser juristischen Strömung, der Gradient hier, der Infogegner ist ein bisschen stärker geworden nochmal, sodass wir ein bisschen höhere Windgeschwindigkeiten haben. Morgen dann vorher erfreut, wird das Ganze dann nochmal zunehmen. In der Höhe sind wir noch in den südwestlichen Strömungsbereich und in den Bereich mit diesem gefüllten Teil noch, der in diesem Jahrgang sorgt, im östlichen Teil noch ein bisschen mehr als im westlichen Teil, wo es dann ein bisschen reindrückt. Da wird es dann in der Höhe ein bisschen die Temperatur ein bisschen niedriger und dadurch die Temperatur ein bisschen weniger autark ausgeprägt. Zu Beginn heute mal die Karte von Deutschland erwähnt, denn für 500 Meter hoch ist es hier mit 15 Knoten, im Westen dann teilweise bis zu 20 Knoten, also 30 bis 35 km/h. In 1000 Meter sieht das entsprechend ähnlich aus. Die Tempoprognose für Städter von Deutschland erwähnt, für 15 Uhr durch die, also 17 Uhr Lokalzeit, entsprechend nach oben, hier auch relativ frische Wind sind. Das Ganze muss man noch in den Hinsichtspunkt sehen, dass wir natürlich, dass die DMD jetzt sehr da auf die Wölkung heute Morgen, wo sind, hat die entsprechend spätere Erwärmung auch sind, hat die Höchsttemperatur hier bei 26 Grad hochdosiert. Die realistisch erscheint, das amerikanische Modell hat noch aufgrund der mangelnden Bewölkung am Morgen noch 29 Grad prognostiziert, das halte ich für deutlich zu viel. Mit den 26 Grad, deutlich auf 27, kommen wir in eine Thermikhöhe, die an die 900.000 Meter angeht. Über die Blau, beziehungsweise lokal, wo es dann auch ein bisschen feucht ist, das ist der Temp. Genau, in Lindenberg. Da haben wir auch dann auch mal ein bisschen feuchtere Bodenfelder. Bekommen dann, das ist jetzt das ist die Analyse von heute Morgen um 6 Uhr, also das ist die mit der Ortsbild oder die Luft mal zu einem Terrain transportiert. Da ist in der Donau noch ein bisschen kräftiger ausgeprägt, da ist ein Berg. Lindenberg muss man dazu sagen, südöstlich von Berlin. Also östlich von uns. Wenn wir das jetzt hier für 12 Uhr mal annehmen, oder 13 Uhr, mit einer Temperatur von 25 Grad, wenn man dann hier auf die 700 Meter, wenn es dann losgeht. Und hoffentlich kann dann auch entsprechend mal Kugel verweilen. Das Ganze wird geschützt von der Thermikprognose für den Braunschweiger Hannoverraum, wo dann auch einzelne Kugeln, die vorhergesagt werden, waren um die 1000 Meter. In unserem Bereich bleibt das Ganze noch ein bisschen pessimistischer. Wird dann dadurch natürlich noch beeinträchtigt, dass hier oben noch eine Zugangsbewölkung beherrscht ist, die aus dem Frontsystem heraus besteht, über Frankreich. Durch die Gewitter dann entsprechend hohe Bewölkung generiert, die dann in der Höchststimmung zu uns zieht. Hier ist es für den aktuellen Zeitraum aber auch schon recht stark vorhergesagt, achten, was nicht vorhanden ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass auch die Zugangsbewölkung nicht so stark kommt wie hier und demzufolge die Einschaltung nicht so stark dämpft wie hier. Sieht man gut, die 7-8 vom Stimmdämpfung der Dämpfung der Thermik ein. Insofern wird sich das noch etwas besser entwickeln und sodass wir im Prinzip so eine Mischung zwischen dem Braunschweiger und der Verlage kriegen. Also Kumulus Thermik so um die 1000 Meter, also doch die Kumulus Thermik ist um die 1000 Meter, Wind aus Ost, 30 km/h. Thermik Wind, wie gesagt, gegen 12, 13 Uhr, 500-600 Meter steigen, relativ wahrscheinlich, weil dann die Abkühlung auch weg ist. Thermik Ende gegen 17 Uhr im Osten, wo es ein bisschen wärmer ist, gegen der Sonne ein bisschen stärker ist, und im Westen dann gegen 18 Uhr. Haben wir schon noch was vergessen? Nee? Alles gut. Weitere Fragen? Genau, das habe ich gehört. Morgen sind wir, genau, das kommt hier noch ein Slide. Das ist die aktuelle Wetterlage nochmal im europäischen Bild. Wir sind jetzt ausgerechnet im Tiefdruckgebiet mit der Kaltfront, die uns in der Nacht zum Samstag reicht. Vorzeitig in der Kaltfront kommt sehr warme,
Feuchtfahren oder Luftzug, die Feuchtigkeit ist auch Wahrnehmung oder Höhemann. Was die Wärme angeht, wird es wohl eigentlich 35 Grad angehen. Das Ganze ist als Blauthermik momentan prognostiziert. Die Windgeschwindigkeiten, die vor der morgigen Tag aufpushen werden, also die 45 km/h in den unteren Luftschichten. Insofern wird es morgen entsprechend auch schwieriger Tag. Und kann man gestern nicht damit ausgehen, dass der vielleicht so davon noch diese Feuchtigkeit nachkommt oder irgendwie sich auch mal entsprechende Bewölkung bildet, die dann tiefer ist. Das muss man dann abwarten. Aber es ist, wird auch nicht einfach. Am Samstag ist dann, also nach dem Samstag geht dann diese sollte die Front durchgehen, auch die Niederschläge bei uns. Am Samstag dann soll die letzte noch Sinn liegen, so wie der Ortsteil in Deutschland, sodass man dann sehen muss, ob man wie dann da am Schau- und Gewittertätigkeit bei uns handelt ist und wie da das Liefer ist, auf jeden Fall noch nicht eindeutig, aber das ist, also das muss man abwarten, ob man da auch das Liefer was machen kann, ausführen und so auf jeden Fall noch nicht. Danke. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Natürlich wollen wir uns unversucht lassen und haben uns dann mit dem Pilotentrainer dabei morgen beraten. Ich fange mal mit der Aufnahmeklasse an. Steht da vorne. Große Strecken. Kleinste Wertungsstrecke 109,5 Kilometer erinnert hat. Größte Wertungsstrecke 43,9. 2 Stunden Minimumwertung. Die erste, das 73 Charlie Bravo Christen, weil ich habe trotzdem den Reinigung, dass hier unten bei alles Bravo, also öst- oder südöstlich von uns, das EDR-71 östlich von uns, das ist im Flieg nicht aktiv, das EDR-54 nicht aktiv, das EDR-30, das ist in diesem Bereich hier ist auch nicht aktiv, das kann nur mehr aktiv werden. Startbereitschaft 13 Uhr lokal. Und wenn wir uns jetzt mal die 8 Meter Klasse angucken, den hinten, ja, übrigens ähnlich, kleinste Wertungsstrecke 106,1, größte Wertungsstrecke 370 Kilometer, das heißt 2 Stunden. Erste Wendepunkt Neuhaus mit 45 Kilometer Radius, zweite Wendepunkt Roman mit 30 Kilometer Radius und dann wieder zurück auf den Zielkreis. Ja, wir müssen es halt probieren. Dass wir halt auch mal sozusagen hinkriegen, von daher sind wir einfach optimistisch und machen wir mal mit. Gut. Ja, das war auch ganz wichtig. Wir sehen uns gerade im Raum. Danke. Danke.